Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück oder zu einem Let's Read. Ich habe mir mal wieder ein Buch ausgesucht für heute, die ich jetzt mit einer ziemlich kranken Stimme vorlesen werde. Aber hey, immerhin kann ich lesen. Krank. Ja, ich kann krank lesen. Und zwar habe ich mir ausgesucht, ganz unten müsste das sein, ja, Humanas Tagebuch. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wer Humana war, aber ich denke, das werden wir jetzt nochmal erfahren. Es ist ungefähr eine Woche her, dass Vali verschwunden ist. Und jetzt ist Endrast auch noch weg. Wir haben Blutspuren entdeckt, die zur verbarrikadierten Tür führen. Aber Sola scheint zu glauben, dass sie einen Weg hindurchgefunden haben und ihn von der Entdeckung bringen wollen. Er sagt ständig, dass wir uns beeilen müssen. Es ist uns gelungen, in einen anderen Abschnitt der Ruine vorzudringen. Ein Animonculatorium, wo die Zwerge einst ihre Maschinenkrieger produzierten. Okay, ich weiß wieder, wer Umana war. Wir haben die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass die Metallwesen immer noch leben. Und Yaks Laune hat sich dadurch nicht gerade gebessert. Sie ist überzeugt davon, dass die Khajiit-Brüder nichts mit der Entführung zu tun haben und behält Sula stets im Auge. Die Reaktionen gehen zur Neige. Die Rationen gehen zur Neige, Entschuldigung. Und wir werden uns bald entscheiden müssen, ob wir dem Sturm trotzen oder versuchen wollen, weiter in die Ruinen vorzudringen. Ich weiß nicht, ob die Echos von Schreien, die ich im Schlaf gehört habe, von meinen verschwundenen Kameraden stammen. Oder ob es nur Albträume sind. Das war's schon. Okay. Das war das kürzeste Buch, was wir, glaube ich, je gelesen haben. Umana. Ah! Es war so eine ganz coole Mission. Da waren wir in irgendeiner Höhle. Und da war angeblich. Da war doch irgendwie so eine Gruppe, die in so eine Höhle gegangen sind, weil sie so einen Sturm trotzen wollten. Und irgendwie wurde da einer nach dem anderen abgeschlachtet. Und da haben die Leute Tagebücher geführt von den Leuten, die noch überlebt oder noch am Leben waren, und das war eine richtig geile Mission, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, ich habe keine Ahnung, welcher Part das war. Aber gut. Sehr, sehr kurzes Let's Play. Ist vielleicht auch besser so. Mit meiner kranken Stimme, da klingt das vielleicht nicht so geil wie mit meiner erotischen Stimme, die ich normalerweise habe. Nein, Quatsch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich morgen mit ein bisschen besserer Akustik hier in meinem Hals. Und ja. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.